Frage. Ich glaube, ich gehe jetzt hier so raus. Und gehe aber gleichzeitig hier noch so rein. Und ich werde dann hier wieder das so machen, wie ich es auf der anderen Seite gemacht habe, dass ich dich jetzt hier ransetze. Und den dann so gesehen hier rauf. Hier brauche ich jetzt logischerweise erstmal noch die Kreuzweiche davor. Weil sonst ist der noch etwas überfordert. Die geeignete Stelle für den Kreuzweich ist immer nett, wenn er mir das bringt. Hier vor ging ja keine Signal im Weg. Doch, hier ging eine davor. Das finde ich nett, dass ich auf der Seite die Kreuzweiche machen kann. Der Baum steht da etwas ungünstig. Steht mir so mitten im Gleis. So. Da können wir das Gleis jetzt hier ransetzen. Und dann kann ich hier noch eine Kreuzweiche setzen. Da kommt ungeeignete Stelle für... Wieso? Das finde ich nicht gut. Da setze ich hier aber noch eine Kreuzweiche aus dem Grund, weil ich dann nämlich auch hier rausgehen kann. Von der Sache her. Weichenbau fehlgeschlagen. Wieso? Ist zu nah wahrscheinlich. Krümmung zu groß. So. Und du gehst hier so ran. So, da habe ich das nämlich jetzt auch geschafft. Muss ich hier nur die Signale nochmal neu machen. Kann ich mir auch hier die Kreuzweiche wegnehmen. Wenn ich eher ins gleiche Gleis gehe. Muss ich nur hier dann die schönen Signale nehmen, nämlich immer die tiefer gestellten. Ich finde die nämlich ganz cool. Wobei ich setze das lieber da unten hin als hier schon. Das sieht eventuell etwas komisch aus. So. Und dann machen wir hier noch eine Weiche. Aber da reicht eigentlich so eine. Weil ich will ja nur rüber, so gesehen. Hier bin ich jetzt verbunden. Heißt, der geht nach wie vor hier ganz richtig rein. So. Das Signal kommt auch nochmal weg. Jetzt habe ich nämlich keine Signale mehr, genau. Das Gleis ist jetzt eigentlich unnütz geworden, hier drüben das. Aber ich lasse es trotzdem stehen, einfach weil es Stil hat und weil das muss ja nicht abgerissen werden. So, dann bekommst du jetzt erstmal so ein Signal. Und ihr bekommt so eins. Dann müsst ihr nämlich auch hier warten, da vorne, wenn ihr hier rein wollt. So, du musst hier warten, wenn du auf das Gleis weiter willst. Dann mache ich hier nämlich kein Signal hin, weil sonst stört das nur. Dann mache ich hier noch ein Blocksignal hin und dann sollte das passen, genau. Du bekommst hier nochmal ein Blocksignal. Fahrzeug im Weg, ja, okay. Wo ist das letzte Blocksignal? Gut, dann kommt hier vorne noch eins hin. Blocksignal. Und jetzt noch erstmal hier ein Signal. Muss zwar auf der Brücke warten, aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. So. Ja. Also es wäre durchaus schön, wenn das nach wie vor funktionieren würde. Hier Gebäude. Da ist ein Gebäude. So. Das ist ja nun wirklich nicht schön gemacht, was die hier schön geworden, was die da gemacht haben. So.
So. Nicht genügend Platz. So wird es gehen. Einer in der Mitte, einer drinne. Aber da muss ich erst hier drüben noch so ein bisschen bearbeiten, die Landschaft, weil sonst sieht das hier drüben nicht schön aus. So. So. Hinsetzen, passt. Sieht gut aus. Ist abgenickt. So, das passt auch. Da habe ich jetzt hier die Brücke wieder. Richtig, RB2. Hol ich von hier aus. Schwupp, 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 schwupp. Nach hier. Nach unten. Und dann wieder nach Tromsø. Nicht Güterbahnhof. Ich hätte gern den normalen gehabt. So, Gleise sind auch richtig rum. Ich hasse nämlich auch schon mal, dass der die Gleise falsch rumgenommen hat. Genau, und das passt. Das sieht super aus. Ich erwarte das natürlich nicht, weil ich alles umgebaut habe. Aber das sollte sich relativ schnell wieder regenerieren. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt kann ich auch, euch auch weiterfahren lassen. Ja, da habe ich hier noch jetzt den neuen RB3er so gesehen. Meine Dampflinie nach wie vor. Genau. Genau, genau, genau. Die Straße kann man mal schön machen. Wird die große nicht gehen, aber die kleine kann man ja. Hätte man durchaus nehmen können. So, da das hier eh noch keinen interessiert, mache ich das jetzt einfach mal so. Und sage schwupp. Und da komme ich ja nach wie vor drüber. Das sollte ja nicht das Ding sein. Genau. So, dann kommt hier wieder das Signal hin. Dann ist alles wieder schön. Da hat er dann auch mal eine ordentliche Straße drüben. Was hier an Verkehr fließt, das ist schlimm. Das ist einfach nur schlimm. Was hier rüber an Verkehr fließt. Auf der Strecke. Statt dass die den Zug benutzen? Nö. Nö, nö, nö. Wir wollen keinen Zug. Zug ist doof. So. Jetzt. Lass ich das. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn her? Lass ich mal das Jahr jetzt noch durchlaufen. Bis zum Schluss und gucke, ob da denn noch was Neues kommt. In der Zeit kann ich hier mal einen Bus legen. So, daran. Dann geht es jetzt nämlich für mich von hier oben nach hier. Da mal halten, da halten. Hier eine Haltestelle. Da eine Haltestelle. Hier noch. Hier noch. Da noch. Und dann darfst du wieder ranfahren. Der Rest darf laufen. Sollten sie schaffen. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp. Flupp, 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 flupp. Und dann sind wir einmal rum. Das ist der Bus von Tronsberg. Müsste das sein. Ich weiß gar nicht, habe ich den orange gemacht, die Busse? Ja, oder? Ja genau, Busse waren orange. In Kristiansund, der Bus läuft ganz gut. Irgendwo hatte ich es noch. Hier hatte ich automatisch Wechsel noch drin, wie es aussieht. Fahrzeugersatz, nein. Oh yeah!
Jetzt sieht's aus nach neuen Wagen. Zumindest finde ich vom Radstand her passt das auf neue Wagen. Kann natürlich auch sein, dass noch eine neue Lok kommt. Passend dazu. Ne, nur erstmal solche Wagen dazu. Also was heißt dazu, neue Wagen? Oh cool, der macht Minus, obwohl gar kein Fahrzeug mehr drauf ist. Coole Sache. Ich brauche mal kurz eine Bilanz, wie es aussieht. Nicht ganz so schön. Holz, die ersten Holzer machen schlapp, das finde ich nicht gut. Muss ich mir nämlich was einfallen lassen. So. Jetzt machen die ersten Holzfahrzeuge schlapp. Und gehe ich in die Knie. Ich brauche Straßenfahrzeuge. Depot. Passt das hier irgendwo gut dazwischen rein? Schade, das wäre da eigentlich ganz, ganz schick gewesen. Hier sieht das doch cool aus. Straßenfahrzeuge. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal 5 Fahrzeuge drauf. Auf den Tronsberger Bus. So. Ich möchte einmal die Lok haben. Die kann 100 fahren. Das ist okay. Was bist du? 10 Passagiere, 20 Passagiere, 3 Passagiere. Das Ganze. Ach, du hast doch 20 Güter dran. Das ist ja auch cool. So, machen wir also die ganz normalen Wagen. 1, 2, 3. 60 Leute, sieht ganz gut aus. Und ab dafür. So, der darf jetzt schön in den Bahnhof einfahren und dann, wenn es soweit ist, werde ich den dann weiterschicken. Also den nächsten dann losschicken. Ja, jetzt werden alle Holzer hier langsam aber sicher auf die neue Dings gehen. Das Problem ist, dass die ja auch Güter transportieren. Das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, dass es da keine Kombinierten mehr gibt. Wo ist mein Zug hin? Da ist mein Zug hin. Ich habe nämlich den falschen ausgewählt gehabt. Hallo, halt. Linie 2. Also RB2. Damit ihr auch gleichzeitig ungefähr im Bahnhof kommt. Als ob es perfekt abgepasst hätte. Wunderbar. Ungefähr gleichzeitig zum Stehen. Und müsst dann bestimmt auch ungefähr gleichzeitig loskommen. Kein Weg elektrisch, halt. Was heißt hier kein Weg elektrisch? Logischerweise, dass du keinen elektrischen Weg findest, aber warum nicht? Hier, das ist alles ausgelegt für dich. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Als ich den Bahnübergang neu gebaut habe, habe ich nicht drauf geachtet, dass ich ja hier auch elektrisch neu bauen muss. Perfekt. So, das sieht gut aus. Der hier unten hat doch schon das Gleis gewechselt oder ist doch schon am Gleiswechsel. Dann schicke ich dich jetzt schon mal auf die Linie, zumindest erstmal nur in den Bahnhof. Du darfst dann später weiterfahren. Machst das immer so, dass die noch ein kleines Stück weiterfahren, weil dann haben die Tromso schon als Ziel ausgewählt. So, der unten ist schon gewechselt von der Spur her, der ist jetzt schon drüben. Aber das war so ein Zug, der ist die ganze Zeit auf dem Gleis gefahren, weil ich das zuerst umgewandelt habe auf elektrisch. Deswegen hat er noch das Gleis anders genutzt. So. Ich hoffe, dass die sich jetzt nicht in die Bredouille kommen, sondern richtig fahren, wie sie sollen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch so aus, als ob er richtig fährt. Richtig. Perfekt.
Dann darfst du noch auf die Linie. Ja, du wartest mal davor. Das Stück. Da passt das vom Abstand her doch eigentlich richtig gut. So, jeder dann aus dem Knick gekommen ist und die Bahn wirklich drin ist, sind die anderen dann auch da. Zumindest einigermaßen. Ich stehe vielleicht danach nochmal kurz anhalten. Hier nochmal kurz anhalten, damit es dann passt. So, jetzt sollte es gehen. Ja. Oh yeah, lass mich raten, jetzt kommt eine neue Lok. Ich trete mir in den Arsch. Ich trete mir in den Arsch, wenn jetzt eine neue Lok kommen würde. Nein, aber Scanias. Neue Scania-LKW. Gut, dass ich gewartet habe. Da kann ich nämlich dann hier schon mal tauschen, die Holzer. Und zwar durch neuere, bessere LKWs. Oder LKWs, sind ja keine LKWs, sind ja dann LKW. Und da kann ich dann auch hier den Gütertransport bis Tromso durchziehen. So, welcher bist du? Du bist der Holzer. Holzsteinkehr. Genau. Fahrzeugersatz, Fahrzeug wählen. 10 Holz. Ist okay. Ja.